Mein Name ist David Maurer, ich bin Werbefotograf mit Schwerpunkten Auto, Leute, Landschaft. Das ist sicherlich der Extremfall, den wir heute hier sehen, dass man sehr genau arbeiten muss, sehr akkurat arbeiten muss, besonders jetzt im Autobereich und dann nochmal speziell im Interior-Bereich, wo man sehr eng arbeitet, sehr beengt arbeitet. Das heißt, die Kamera ist oft an sehr schlecht zugänglichen Stellen positioniert, weil das der Winkel ist, den man möchte, den man haben muss. Das zur Folge hat dann, dass das Licht entsprechend eng auch gebaut werden muss, auch wiederum an Stellen, die schwer zugänglich sind. Das heißt also, hier muss man akkurat arbeiten, um ein Ergebnis zu erzielen, was gut sein soll. Die Optik ist die neue 24er Optik. Sie ist extrem weitwinklig für so ein Format, für so eine Auflösung. Das ist sehr schön, sehr außergewöhnlich. Und die Kamera ist die neue S. Die ersten Ergebnisse sind vielversprechend. Das ist eine klasse Kamera, liegt schön in der Hand. Das Auto so auszuleuchten, dass die Materialitäten alle stimmen, dass die Kontraste stimmen, dass es keine zu hellen Stellen gibt, keine zu dunklen, gezielt sicherlich überstrahlende Stellen, die das Ganze dann stimmungsvoll machen, dass es nicht nur eine reine Produktaufnahme wird, sondern so ein bisschen auch was vermittelt, was interessant wird, was es spannend macht. Das ist im Grunde genommen immer die Herausforderung, es nicht zu steril werden zu lassen. Bei mir ist es so, dass ich lieber draußen on location arbeite, grundsätzlich, aber muss es immer so ein bisschen ergänzen, dass die Vielfältigkeit im Grunde genommen den Reiz des Berufes ausmacht. Also auch so einen Tag im Studio und auch mal mehrere Tage im Studio sind klasse, wenn man den Wechsel genießen darf. Heißt auch mal draußen schwerpunktmäßig zwar, aber dann wieder mal im Studio. Und der Mix aus den vielfältigen Aufgaben, das ist das, was im Grunde genommen für mich wichtig ist.